Hombres, Mamo Gamma Fall, immer bla Spanol, nicht so gut, como estás? Heute nur ein, also beziehungsweise das ist heute, ich kann heute von mir aus auch noch ein Video bringen, aber jetzt gerade erstmal nur ein kurzes Uncut-Video, aus dem einfachen Grund, dass ich wollte ganz kurz was in meinem letzten Video sagen sollte, beziehungsweise auch zu einem gewissen Kommentar darunter, gibt bisher nur einen, also könnte man den durchaus rausfinden, deshalb lesen wir einfach mal vor. Nämlich, das Format heißt Double und ist von Basti GRG. Ich weiß jetzt nicht, ob du es auch so meintest, wie sie es angehört hat, aber es hat sich übelst angehört nach Basti GRG hat das gemacht, du hast es übelst gefaked und bla und bla und blub. Und Rest, da du in letzter Zeit so freundlich zu mir bist, könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass du mir das an der Schule vorwerfen möchtest. Und so, da möchte ich einfach mal ganz kurz was sagen. Als ich das aufgenommen habe, hatte ich keine Ahnung, dass es irgendein großer YouTuber schon mal gemacht hatte. Oder generell, dass es irgendwer schon mal gemacht hatte. Sondern ich hatte erst, also ich habe mit Tim, schau, ich mache ja abends nochmal Watch Together, einfach so random Stuff. Und da habe ich irgendwann mal so meine Videos, die oft privat waren, da waren 5-6 Videos, habe ich auf nicht gelistet gestellt, Link kopiert, haben wir uns angeschaut. Und er hat dann gesagt, also Tim hat gesagt, yo, das hat schon ein anderer gemacht. Aber er hat mir auch gesagt, dass ich es trotzdem releasen soll, weil es eigentlich sick ist. Beziehungsweise ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt auch nicht gesucht, wann Basti GHG das gemacht hat, aber ich glaube, ist schon ein paar Wochen oder Monate her. Also ich habe es zumindest einfach gerade nicht gefunden auf die Schnelle. So, und also wie gesagt, als ich es released habe, wusste ich, dass es schon jemand anderes gemacht hatte. Aber das war mir in dem Moment einfach egal, weil es für mich ziemlich viel Schneiderarbeit war. Ja, deshalb habe ich es einfach released, weil ich meine, warum setze ich mich stundenlang hin und schneide es, um es dann nachher von meinem YouTube-Kanal zu deleten? Ich weiß nicht, ob es so gemeint war, Res, aber ich bin mal gespannt und du wirst bestimmt eine Antwort in die Kommentare schreiben, dass ich wahrscheinlich alles lüge und bla und blub. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao!